herzlich willkommen zu unserem Webinar hier auf der Lit Lounge in Kooperation mit Eltern.de und dem GU Verlag. Wir reden über Nestwärme, die Flügel verleiht, und zu Besuch bei uns sind dazu Stefanie Stahl und Julia Tomuschat. Mein Name ist Sonja Gembus und ich freue mich total, dass ihr heute zuschaut. Und ich freue mich natürlich auch sehr, unsere Gäste heute besuchen zu dürfen. Hallo Steffi, hallo Julia. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ich stelle euch mal kurz vor, für den unwahrscheinlichen Fall, dass euch da draußen niemand gerade kennt. Und zwar, Stefanie Stahl ist Psychologin und Therapeutin und Bestseller-Autorin mit diesem Buch hier, Das Kind in dir muss Heimat finden. Genau. Und du hältst viele Seminare, wahrscheinlich sehr viele Seminare, zum Thema Bindungsangst und zum Selbstwertgefühl. Genau. Und Julia Tomuschat ist auch Psychologin und auch NLP-Lehrtrainerin, Supervisorin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Du arbeitest als Trainerin und Psychologin für Unternehmen und hast die Praxis für, jetzt muss ich es ablesen, Gesundheitsförderung gegründet. Genau. Gemeinsam habt ihr ein Buch geschrieben, das Nestwärme die Flügel verleiht. Das ist dieses schöne Buch hier. Und dazu gibt es auch einen Online-Kurs auf sinnsucher.de. Genau, und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und ihr dürft uns natürlich auch wieder Fragen stellen. Am besten immer mit dem Alter von den Kindern. Und also wir reden ja vor allem über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und auch, dass die Eltern sich selbst anschauen und sich selbst ein bisschen reflektieren, sich ihr eigenes Verhalten anschauen, verstehen. Genau, also geht es gar nicht so sehr um Erziehungstipps bei euch. Da bin ich auch schon bei eurem Credo, dass ihr keine Erziehungstipps eben geben wollt, sondern dabei helfen wollt, sich selbst und die Kinder und die Beziehung zu den Kindern zu reflektieren. Wie kamt ihr dazu? Wieso habt ihr dieses Buch geschrieben und genau, worum geht es euch da? Ja, wir geben ja auch zusammen Seminare und ich habe ja einiges auch schon an Büchern geschrieben und deswegen wurde an mich und aber auch wenn wir zusammen waren, an Julia und mich immer wieder herangetragen, Steffi oder ihr beiden könnt ihr nicht mal was für uns Eltern schreiben, für Eltern und Kinder. Und ja, das lag eigentlich auch ganz nahe, weil auch die Systeme, die ich entwickelt habe, schon in das Kind in dir oder in dir das beziehungsfähig über Bindung, Autonomie, natürlich ein geniales Elternthema sind und Julia ihrerseits eben auch unheimlich viel Background-Wissen zu diesem Thema hat. Und ich hatte auch richtig Lust, das einfach mal mit ihr zusammenzuschreiben in Co-Autorenschaft. Ja, und so ist das Projekt zustande gekommen. Die Eltern in unseren Kursen, die haben immer gesagt, ja, wie kriege ich das denn hin, dass meine Kinder nicht das Gleiche erleiden müssen wie ich. Ich hätte das gerne, dass denen mal besser geht und dass die jetzt nicht sich als beziehungsunfähig fühlen oder dass sie nicht an ihrem Selbstwert leiden. Und so ist das wirklich zustande gekommen, als Auftragsarbeit von den Eltern. Genau, weil viele Eltern haben halt so die Sorge, auch gerade wenn sie sich mit ihrem Schattenkind auseinandersetzen, also mit ihren alten Themen, so die Angst, oh, hoffentlich mache ich es nicht total verkehrt mit meinen Kindern. Oder sagen, viele Eltern sagen auch, oh, ich habe schon ganz schön viel Fehler gemacht. Ne? Also einige Sachen, die tun mir jetzt schon verdammt leid. Und darum geht es in unserem Beruf. Wir sind ganz bewusst kein Erziehungsratgeber. Es gibt Erziehungsratgeber wie Sand an Meer und ich sage immer, die Welt braucht keinen weiteren, weil es auch viele gute gibt. Und ich würde jetzt nie ein Buch schreiben, wo schon andere schlaue Leute gute Sachen zu gesagt haben. Aber dieser Fokus auf die Beziehung, ne? Also wie bin ich denn persönlich aufgestellt und durch welche Brille sehe ich eigentlich die Welt und durch welche Brille sehe ich dadurch auch meine Kinder? Das ist natürlich ein faszinierendes Thema und da würde ich sagen, da gibt es ja bisher wenig Literatur zu. Der Fokus ist ja eigentlich immer auf den Kindern, so wie bringe ich das Kind dazu, etwas zu tun oder etwas nicht mehr zu tun. Und das wird eigentlich selten die Beziehung gesehen. Bei uns ist der Fokus auf den Eltern. Auf den Eltern, genau. Das ist eigentlich das Gute. Wir werden es auch nachher bei den Fragen dann sehen, weil das immer wieder so dieser Rückfall, wie geht es dir eigentlich oder wie siehst du oder was siehst du darin oder was, genau, spannend. Es ist ja auch immer die eigene Kindheitserinnerung, oder? Also es ist ja eigentlich so, wie man es selber erfahren hat, trägt man es ja auf irgendeine Weise weiter. Du hast vorhin die Brille erwähnt, vielleicht sagst du da noch kurz Ja, etwas. Also
so wie ich selbst geprägt worden bin, ich mache es mal mit einem konkreten Beispiel, weil dann ist es immer am verständlichsten. Nehmen wir mal an, da ist eine Mutter, die hat in ihrer eigenen Kindheit ein bisschen zu wenig Liebe und Zuwendung erfahren. Dann wird sie als Kind, als kleines Kind, wird sie gedacht haben, oh, ich bin vielleicht nicht so wichtig, Mama und Papa haben mich vielleicht nicht so lieb, ich bin kein braves Mädchen. Sie wird nicht gedacht haben, Mama hat eine Bindungsstörung, oder die sind total überlastet oder die brauchen mal Erziehungsberatung. Man nimmt es ja auf sich. Mhm. Und das ist eine tiefe Prägung. Und diese Prägung ist wie eine Brille. Also diese Prägung zum Beispiel, ich genüge nicht. Und dann kommt hinzu, sie hat ja zu wenig Liebe und Zuwendung erfahren. Also ist da so ein Defizit in ihr, ne? So eine Sehnsucht nach Liebe und Bindung, davon hat sie immer zu wenig bekommen. Jetzt wird sie eine Frau und wird selbst Mutter und hat diese tiefe Prägung. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie macht es ähnlich wie ihre Eltern, vielleicht ein bisschen besser, ist vielleicht so die 2.0-Version ihrer Eltern. Es kann aber auch sein, dass sie ins Gegenteil überkompensiert und ihr Kind vielleicht zu eng an sich bindet, es zu viel beschmust, weil sie eben durch diese Brille ihrer eigenen Prägung ihr Kind auch wahrnimmt. Und sowieso auch die Welt da draußen. Wir haben alle diese Brillen. Wir können gar nicht anders. Unsere Wahrnehmung ist immer subjektiv eingefärbt. So, und wenn sie dann ihr Kind zu sehr an sich bindet, dann handelt sie an den Bedürfnissen des Kindes vorbei, weil dann die Bindung zwar versorgt wird und die Bindung ist ganz wichtig, aber die Autonomie zu wenig ist. Also das, wo das Kind auch mal frei sein will und seinen Weg gehen will und nicht immer bei der Mama sein will. Und darauf heben wir ab in unserem Buch und da haben wir immer wieder so kleine Reflexionsinseln. Vielleicht möchtest du da mal übernehmen, ich habe so lange geredet. Ja, die Reflexionsinseln, wir setzen sehr auf Reflexion oder anders ausgedrückt auf dieses über sich nachdenken. Und in dem Moment, wenn ich wirklich über mich nachdenke und mich frage, wie ist es eigentlich, warum handle ich jetzt so in dem Moment, warum flippe ich vielleicht aus, weil mein Kind unordentlich ist, dann habe ich eine Chance, mir das vorzunehmen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Erst dann, wenn ich das erkannt habe bei mir, gibt es ja überhaupt die Möglichkeit, dass ich was verändern kann. Deshalb finde ich das wirklich sehr wichtig, diese Reflexionsinseln. Und zum anderen auch sind wir der Meinung, man kann auch was in sich selber heilen. Also wenn ich jetzt, um Steffis Beispiel aufzugreifen, die Mutter bin, die sich als Kind nicht gut genug versorgt hat, dann kann ich schon hingehen und sagen, so, ich gebe mir das im Nachhinein. Wir haben da so eine Übung, heile dein Schattenkind, dass man wirklich sagt, so, und jetzt bin ich groß. Und jetzt gebe ich meinem inneren Kind, was da zu wenig bekommen habe, all das nochmal, was es damals vermisst hat. Sodass ich mich sozusagen selber liebe. Und über dieses Selberlieben kriege ich dann auch eine neue Haltung als Mutter oder als Vater. Mhm. Wir sprechen nachher auch noch mehr über das Sonnenkind und das Schattenkind, was das eigentlich genau, was ihr damit meint. Ist es also so, dass diese Mutter sich ihre Brille verändern kann letzten Endes durch Selbstreflexion, oder? Aber der Punkt ist ja der, und das sage ich immer wieder in all meinen Büchern, man muss sie ja kennen. Mhm. Wenn ich gar nicht merke, dass ich diese Brille auf der Nase habe und dass ich die Wirklichkeit da draußen immer durch diese Brille wahrnehme, dann glaube ich ja alles, was ich denke und fühle. Und erst wenn ich merke, oh, ich habe da ja so eine Prägungsbrille, habe ich die Möglichkeit, mich frei zu entscheiden. Ich möchte gerne noch ein weiteres Beispiel nennen, weil ich finde, das ist immer so gut anschaulich. Ein Vater kam zu mir in Beratung, so ein ganz netter, mega selbstreflektierter Typ, auch so ein engagierter Vater. Und er hat mit seinem dreijährigen Sohn ständig Machtkämpfe. Und das ging so weit, dass auch die Ehe schon dadurch belastet war, weil seine Frau sagte, ich finde das absolut nicht in Ordnung. Deine Schreiereien und immer flippst du aus. Und dann haben wir mal geguckt, wie ist er denn geprägt? Was ist es denn bei ihm? Und sind dann sehr schnell auf so einen Glaubenssatz gestoßen, ich werde nicht respektiert. Mhm. Und der hat gar nichts mit seinem Sohn zu tun, der gehört in seine Kindheit. Mhm. Und dann hat er gemerkt, oh, ich habe diese, ich werde nicht respektiert Brille. Bis dahin war ihm das ja gar nicht klar. Und dann hat er verstanden, okay, jedes Mal, wenn mein willensstarker Sohn gegen mich angeht, denke ich nicht, der ist gerade im Trotzalter und ist es normal, dass er seinen Willen ausprobiert, sondern ich rutsche in mein altes Kindheits-Ich und denke, der respektiert mich nicht. Der respektiert mich nicht so. Und dann
ging es los. Und erst, wo er das erkannt hat, konnte er es dann auch erfolgreich regulieren. Mhm. Aber das geht, das ist ja die gute Botschaft, man kann es ja sozusagen wieder regulieren. Und noch nicht mal mit so großem Aufwand, würde ich sagen. Also ich will so von vielen von unseren Lesern und Leserinnen sagen, jo, seitdem mir das mal klar geworden ist, mache ich eigentlich auch schnell Fortschritte und komme aus den Mustern raus. Ich kenne ja dann auch die Situation, wo Beispiel nochmal das mit dem Nicht-Aufräumen, dann gibt es den Machtkampf, wo mein Glaubenssatz dann getriggert wird. Ich weiß ja, immer dann wird er getriggert, immer dann glaube ich, der respektiert mich nicht und immer dann steige ich in den Machtkampf ein. Und da kann ich mich innerlich vorbereiten. Das ist wie Prävention in der Medizin. Ich nehme sozusagen meine Tropfen und ich weiß dann, aha, wenn das wieder kommt, dann mache ich es diesmal anders. Ja, Vorbereitung ist ganz wichtig. Also was Julia meint, dass man sich so eine übergeordnete Haltung nochmal zulegt, da muss ich aufpassen. Und dann ist man besser vorbereitet, wenn die Situation wieder entsteht. Und weil wir rennen meistens in unsere alten Muster, wenn wir nicht drauf gefasst waren. Also wenn es so, bumm. Oder wenn wir sehr gestresst sind. Genau. Mhm. Dann sind wir einfach nicht so in der Lage, uns selber zu monitoren. Monitoren? Ja, also sich selber zu beobachten und zu sagen, so, jetzt will ich es anders machen. Mhm. Denn im Stress neigen wir zu Gefühlsausbrüchen. Mhm. Und starke Emotionen blockieren immer das Lösungswissen. Mhm. Also wenn man schon voll im Wutrausch ist, in dem Moment kann man sich nicht mehr regulieren. Mhm. In dem Moment hilft nur krasse Ablenkung. Krasse Ablenkung. Okay. Und wenn man einfach einen Liter Wasser am Stück trinkt, oder ganz kalt Wasser, also krasse Ablenkung, Unterbrechung, denn erst wenn man wieder im klaren Kopf ist, kann man vernünftig reagieren. Also starke Emotionen blockieren die Vernunft. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich rechtzeitig erkenne, wann es bei mir wieder losgeht mit der Emotion. Und deswegen haben wir auch außer dieser Selbsterkenntnis viel zur Selbstfürsorge. Ne? Mhm, genau. Dass Eltern auch wirklich sich da im Blick haben, das kann man sich ja vorstellen. An mir selber geht das ja so. Ich bin Mutter, ich bin Partnerin, ich habe da noch einen Haushalt zu führen und. Das sind ja so viele Aufgaben, die man da zu bewältigen hat. Da kommt man manchmal ganz schön ins Rennen. Und wenn ich dann so im Rennen bin, dann kann ich mich nicht mehr so verhalten, wie ich mich gerne verhalten würde. Und deshalb ist Selbstfürsorge auch Fürsorge. Denn wenn ich wirklich hingehe und mir eine Pause einräume in diesem ganzen Gerenne, dann kann ich auch hinterher mich wieder besser meinen Kindern zuwenden. Mhm. Das werden ja alle Eltern eigentlich kennen, dass das so ist. Ne? Wenn man selber gut drauf ist, dann überträgt sich das ja auf die Kinder. Mhm. Und auf andere Menschen. Mhm. Je besser wir drauf sind, desto wohlwollender sind wir. Und sind wir gestresst, total gestresst, dann laufen da draußen nur Idioten rum oder so. Ne? Also es ist ja so. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man gut für sich sorgt. Und jetzt werden bestimmt viele Eltern denken, haha, die haben ja leicht reden, die sollen mal in meinem Alltag mitkommen. Da ist nicht mehr viel Zeit. Und wenn ich um 11:30 endlich zur Ruhe komme nach der letzten Bügelwäsche, dann kann ich gerade noch ins Bett fallen. Ne? Und deswegen haben wir zum Beispiel auch so kleine Mini-Übungen, wo es zum Beispiel einfach nur darum geht, mal ganz bewusst die Tasse Kaffee zu trinken. Nicht einfach so nebenbei, sondern wirklich die Freude, den Duft, so diese kurze Entspannung, die immer dann eintritt, wenn man so ganz im Hier und Jetzt ist und die Konzentration mal ganz auf dem hat, was man gerade macht oder tut oder auch genießen kann. Also wir haben auch für gestresste Inseln Eltern auch so Tipps, sich trotzdem besser für sich zu sorgen. Denn die alten Muster, wie Julia sagt, brechen ganz schnell in Stresssituationen aus. Und da hört man sich dann plötzlich Dinge sagen, die man eigentlich nie sagen wollte. Ne? Und plötzlich ist der Satz gesagt, den man schon von seinen eigenen Eltern immer zu hören bekommen hat. Den man nie sagen wollte. Ihr habt ja im Kurs tatsächlich, in dem Sinnsucherkurs, noch mehr, ihr habt ja Trancen zum Beispiel, ihr habt auch Arbeitsblätter damit drinnen, einfach um nochmal diese Reflexion und auch dieses an dieses Sonnenkind und Schattenkind so ein bisschen ranzukommen. Also die allererste Übung ist eigentlich, wie war es bei mir daheim? Das sind lauter Fragen, um dem nachzugehen, in welcher Atmosphäre bin ich denn daheim aufgewachsen? Wie ging es mir denn, als ich die Tür aufgemacht habe? Weiß ich noch, wie es daheim gerochen hat? Und dann auch in Richtung Autonomie und in Richtung Bindung. Haben meine Eltern mich geliebt? Haben die mich mit liebevollen Augen angeschaut?
haben die mir eine Wärme gegeben. Und auf der anderen Seite in Richtung Autonomie haben die mich unterstützt. Durfte ich meine eigenen Schritte gehen? Durfte ich mich ohne Schuldgefühle lösen? Genau, oder hatten die ganz, Angst? Ganz wichtig. Mhm. Also, diese Bindung da hergestellt war. War sie hergestellt oder war sie nicht hergestellt? Das ist eigentlich die Frage. Mhm. Und die Bindung ist ja die Nestwärme. Hatte ich ein schönes Nest? Und die Flügel, durfte ich Flügge werden? Durfte ich irgendwann alleine losfliegen? Das ist eine perfekte Überleitung zu unserem ersten Themenkomplex. Ich habe mich da jetzt ein bisschen an dem Kurs orientiert. Das sind ja 4 Module. Und das erste Modul ist ja eben die Nestwärme und die Flügel. Die erste Frage wäre gewesen, was heißt das genau? Also die Nestwärme ist die Geborgenheit und die Flügel ist die Autonomie, ja, oder? Ja, genau. Und das sind eigentlich die 2 Prinzipien, um die sich die ganze Welt dreht. Okay. Ne? Eigentlich geht es von morgens bis abends in all unseren Beziehungen, egal zwischen 2 Menschen oder zwischen 2 Staaten, immer nur um Bindung und Autonomie. Mhm. Bindung ist zum einen ein ganz tiefes psychologisches Grundbedürfnis. Und Bindung bedeutet, was haben wir gemeinsam? Wie kommen wir miteinander klar? Wie kommen wir auf einen Nenner? Wie können wir kooperieren, miteinander uns irgendwo anpassen, lieben, Zuneigung? So, das ist das Prinzip der Bindung. Und das Prinzip der Autonomie ist genau das andere. Wo unterscheide ich mich von dir? Wo ist mein eigener Wille? Wo muss ich mich mal durchsetzen, meinen eigenen Weg gehen? Und wenn man da gut in der inneren Balance ist, also beides gut kann, also wenn ich mich mal gut anpassen kann, kooperieren kann, zuhören kann, mich einfühlen kann, jemand anders, mal nachgeben kann, das sind ja alles so Fähigkeiten, die ich brauche für die Bindung. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mich selbst gut spüre, weil das ist die Voraussetzung, um einen eigenen Willen zu haben. Ich muss ja wissen, spüren, was ich will, einen eigenen Willen bilden kann und diesen Willen auch vertreten kann. Also gute autonome Fähigkeiten. Habe ich beides gut kann, dann bin ich gut in der Balance. Dann habe ich auch ein relativ stabiles Selbstwertgefühl. Und meines Erachtens oder unseres Erachtens ist das alles, worum es letztlich geht und alles, worum man sich letztlich zu kümmern hat. Sei es in seiner Beziehung zu den Kindern, sei es in seiner Liebesbeziehung, sei es in seinen Beziehungen zu Freunden, sei es in seinen Beziehungen zu Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Ja, dass man beides kann. Und jetzt kommt das total Spannende. Wenn es Eltern einigermaßen gut gelingt, wir reden in der Psychologie immer von hinreichend guten Eltern, die müssen jetzt wirklich nicht perfekt sein, aber hinreichend gut gelingt, die Bindungsbedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen und die autonomen Bedürfnisse ihres Kindes, dann lernt das Kind ganz automatisch die Fähigkeiten für beides. Also es wird ein bindungsfähiger Mensch und ein Mensch, der autonom sein kann. Und das ist so spannend. Und was die tolle Botschaft daran ist, dass alles, was vielleicht an der Oberfläche so kompliziert und fummelig erscheint, im Grunde genommen zu reduzieren ist auf ein paar ganz wenige psychologischen Prinzipien. Das heißt, am Ende ist es gar nicht so schwierig und gar nicht so kompliziert, wenn man mal sich angewöhnt, in diesen Kategorien zu denken. Jetzt gibt es ja Eltern, die mehr zu der einen Richtung oder zu der anderen tendieren. Also die Mutter, die wir vorhin schon hatten zum Beispiel, die so dieses ganze bindungsorientierte, die so ganz angepasst in einem Buch, die so einen ganz starken Fokus auf die Bindung hat und die Autonomieentwicklung von dem Kind ein bisschen außer Acht lässt und seinen Bedürfnissen da nicht nachkommt. Es gibt ja auch die andere Richtung, oder? Dass die Mütter zu früh sagen, jetzt mach doch mal selber, geh doch mal allein zum Bäcker oder es so wegschubsen, oder? Ja, das sind eher die autonomen Eltern. Mhm. Also um da auch nochmal die Geschichte zu verstehen, die haben sich eventuell überbehütet gefühlt im eigenen Elternhaus und haben dann entschlossen, nee, ab jetzt bestimme ich selber. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn... Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich weiß nicht, ob den Zuhörern schon so klar ist, was wir meinen. Also wir sagen, die Menschen, wo die Bindung... Die Balance ist, wieder bei der Mutter, ich eben sagte, die nennen wir die angepassten Eltern, weil Menschen, die sehr in der Bindung sind, sich sehr anpassen, weil sie ja immer die Bindung wollen. Ne? Was willst du? Ich muss alles richtig. Ich will deine Erwartung. Bitte, bitte halt mich lieb. Und die Menschen, die innerlich so ein bisschen aus der Balance sind zugunsten der Autonomie, die machen genau das Gegenteil. Die sagen, ich verlasse mich am liebsten auf mich selbst. Ich grenze mich ab. Ich sehe zu, dass ich immer schön mein eigenes Ding mache. Also die sind zu sehr auf sich und ihre Geschichten bedacht.
Und viele Menschen sind da halt so ein bisschen aus der Balance. Manche kippen auch. Erst sind sie zu angepasst, dann wird es ihnen zu blöd, dann sind sie wieder zu autonom und grenzen sich zu hart ab. Also das nochmal kurz zur Erklärung, wie das macht. Ja, sorry. Zu den autonomen Eltern. Die autonomen Eltern, wenn die dann Kinder bekommen und gerade mit kleinen Kindern, da ist ja der ganze Alltag bestimmt. Ein Baby braucht immer was. Das muss versorgt werden, gewickelt werden, bekuschelt werden. Dann fühlen die sich oft eingeengt dadurch, weil natürlich der Tagesablauf durchs Kind dann bestimmt ist. Und deshalb ist für die autonomen Eltern oft diese allererste Nestzeit schwierig zu überstehen. Die können dann eher das Kind ermutigen, die eigenen Schritte zu gehen, wenn die Kinder älter werden. Und ich habe eine Freundin, die hat auch gesagt, ich bin keine gute Babymutter, aber jetzt mit den größeren Kindern, das macht mir richtig Spaß. Und da kann man das so ein bisschen bei sich selber auch nachvollziehen, woran das wohl liegt. Und jetzt die Eltern, die entweder zu viel behütet wurden in ihrer Kindheit, aber auch die, die zu wenig bekommen haben wahrscheinlich. Oder also die Autonomen speisen sich so aus diesen beiden Gruppen. Das kann beides genau sein. Auch wenn ich zu wenig bekommen habe, dass ich dann sage, so, und jetzt verlasse ich mich nur noch auf mich. Ja, genau. Also es könnte in beides führen. Also wenn ich zu wenig bekomme, bin ich entweder so, dass ich sage, dann halt ohne. Ich schaffe es auch ohne Liebe sozusagen. Genau. Oder ich sage, oh, und ich, wenn ich dann aber mein Kind habe, mache ich alles richtig und dann überschütte ich es mit Liebe. Ja. Es ist ja wahrscheinlich auch unterschiedlich, in welchen Lebensbereichen. Oder ich könnte mir jetzt vorstellen, dass manche in der Arbeit zum Beispiel super autonom unterwegs sind und zu Hause aber halt eben die Bindung ganz, ganz vorne sehen und dann so hin und her schwappen, oder? Absolut. Und was man auch verstehen muss, Bindung und Autonomie, das ist eine Medaille mit zwei Kehrseiten. Das ist ganz, ganz ineinander verschränkt. Und wir haben und können ja immer beides. Und von morgens bis abends ist unser Leben eigentlich davon bestimmt, dass wir entscheiden müssen, unbewusst, gebe ich jetzt der Bindung nach, passe ich mich an, kooperiere, egal in welchem Kontext, bei der Arbeit oder immer, oder sehe ich zu, dass ich eher mein eigenes Ding mache. Also das ist, diese Prinzipien sind total lebensbestimmt und eben bei der Kindererziehung extrem wichtig. Und was bei uns eben anders ist, es gibt ja viele Erziehungsratgeber, die gucken natürlich auf Bindung und Autonomie. Das ist nichts Neues bei der Kindererziehung. Aber die gucken immer, was kann ich machen für mein Kind? Und wir sagen, guck mal bei dir selbst, durch welche Brille siehst du denn die Welt da draußen? Und bist du dann eher geneigt, dein Kind vielleicht zu stark und zu früh in die Selbstständigkeit zu tun, als ihm zu viel zuzumuten? Oder bist du eher geneigt, dein Kind eher zu viel zu beschützen? Es ist ja eigentlich auch so, dass die Prägung aus der Kindheit in zwei Richtungen ist. Zum einen mal entwickeln sich dadurch Bedürfnisse, die in der Kindheit vielleicht nicht berücksichtigt wurden. Und mit dieser Bedürftigkeit läuft man immer noch durchs Leben und holt sich eventuell auch dann die Zuneigung vom Kind und will deswegen dauernd die Bindung haben. Und gleichzeitig hat man ja noch dieses, dass man... muss ich den Faden wiederfinden, also zum einen, dass man sozusagen diese innere Bedürftigkeit hat und zum anderen auch mal dieses Modell lernen, dass man ja zu Hause lernt, wie man Kinder erzieht und das dann wieder so zum Tragen kommt. Die Eltern sind ja unser hellster Stern am Himmel, wenn wir klein sind und wir beobachten, wie macht die Mama das, wie macht der Papa das, und das übernehmen wir ein Stück weit. Deshalb so kommt es auch, dass uns diese Sätze rausrutschen, ja, wie du bist zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pinkeln. Das ist das Beispiel in unserem Buch. Da erwischt sich eine Mutter selber dabei, wie sie diesen Satz rausblökt. Und das, ich glaube, das kennen alle Eltern, dass man irgendwo in der Küche steht oder im Kinderzimmer und plötzlich einen Satz sagt, den man damals von den eigenen Eltern gehört hat, wo man sich geschworen hat, das mache ich nie. Meinen Kindern tue ich das nicht an und dann kommt es trotzdem. Und das ist eigentlich so ein Hinweiszeichen, aha, da könnte ich jetzt mal genauer drauf gucken. Wieso kommt mir das über die Lippen? Ja, und es geht ja nicht nur um Bindung und Autonomie, wo wir die Kinder durch die Brille unserer eigenen Bedürfnisse sehen, sondern auch eben die Selbstwertgefühl, was ja ganz eng eingeflochten ist. Also wenn ich als Mutter zum Beispiel kein so tolles Selbstwertgefühl habe, laufe ich natürlich Gefahr, das über meine Kinder zu kompensieren zu wollen. Also die von denen zu viel zu verlangen, dass sie all das erreichen und können, was ich vermeintlich nicht habe. Oder auch ihnen zu wenig zuzutrauen, ihnen weniger zuzutrauen, als was man ihnen zutrauen könnte, weil ich selbst da so viel Zweifel habe und die dann auch auf meine Kinder übertrage. Also es gibt ja ganz, ganz viele Lebensbereiche, wo wir unsere eigenen Sichtweisen, also unsere Brille eben auf die Kinder projizieren. Und
ich mache jetzt nur einen Satz, ich sehe gerade, da kommen Fragen, aber den bringe ich noch fertig. Weil das Wichtigste, was Eltern können müssen, das gilt in allen psychologischen Studien als das Königskriterium für Erziehungskompetenz, ist das elterliche Einfühlungsvermögen. Mhm. Dass man sich gut in die Kinder einfühlen kann. Das kann ich aber vor allen Dingen am besten, wenn ich selber ja klar aufgestellt bin. Weil sonst fühle ich was bei den Kindern, was vielleicht eher zu mir gehört und gar nicht zu meinem Kind. Und das ist, denke ich, mit unsere wichtigste Botschaft. Mhm. Maria fragt, wenn man selber ein ganz schwaches Selbstbewusstsein hat, wie kann man dann also mit Einfühlvermögen und allem trotzdem den Kindern eine richtige Stärke bieten und ja, stark sein für die Kinder? Also ich denke, jetzt nochmal für die Mutter, die uns da die Frage gestellt hat, dass sie wirklich auch nochmal für sich schaut, wie kann ich mein eigenes Selbstwertgefühl aufbauen zum einen. Und was Kinder stärkt, jetzt ganz praktisch, ist, wenn wir sie regelmäßig ermutigen. Also wenn ihr wirklich hinschaut und guckt, was machen meine Kinder gut, und sie da auch wirklich zu unterstützen. Das wäre, glaube ich, schön für die Kinder, dass da das Selbstwertgefühl gestärkt wird. Und ich möchte noch dazu ergänzen an diese Mutter, also wenn du dein Kind lieb hast, dann hast du schon ganz viel richtig gemacht. Also diese Botschaft an das Kind, ich liebe dich so, wie du bist, dann kann schon eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen und vor allen Dingen so, wie du bist. Also ich denke immer, Eltern, die solche Beiträge hier sehen, das sind schon alles Eltern, die sich wirklich informieren. Und unsere ganz wichtige Botschaft ist auch, den Eltern da mal den ganzen Druck auch rauszunehmen. Ne? Also es gibt genügend Kinder, die mega gut groß geworden sind und die Mütter haben, deren Selbstwertgefühl nicht so stabil ist. Im Übrigen geben wir auch Tipps, wie man das Selbstwertgefühl auch stabilisieren kann. Das ist die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Modul, weil ihr nämlich die These aufsetzt, gute Erziehung braucht ein starkes Selbstwertgefühl. Jetzt hatten wir gerade die Frage, was ist, wenn ich jetzt kein Gutes habe, kann ich dann nicht gut erziehen? Letzten Endes brauche ich das Selbstwertgefühl ja auch nicht erst, wenn ich Mutter geworden bin oder wenn ich ein Kind erziehen muss. Das ist ja generell recht förderlich und ihr habt ja auch Methoden, um das Ja, aber ich würde ganz gerne dem was vorweg schicken. Das Wichtige ist ja gar nicht mal, ob ich jetzt ein stabiles oder wenig stabiles Selbstwertgefühl habe. Das Wichtige ist, dass ich darum weiß. Ja. Na? Wenn ich weiß, mir klar ist, dass ich ganz schnell so ein Gefühl habe von ungenügend, ich krieg's nicht hin, dann kann ich schon wieder ein bisschen Distanz dazu einnehmen. Mhm. Also mein Credo ist ja immer tappen und umschalten. Wenn ich mich dabei ertappe, oh, ich bin schon wieder in diesem Gefühl, oh, ich genüge nicht. Und dann, wenn ich das weiß, dann bin ich ja schon gefeit, weil dann ertappe ich mich, wenn ich dabei bin, das auf mein Kind zu übertragen. Mhm. Also allein das Wissen darum kann wahnsinnig viel dazu beitragen, dass es das Kind nicht einfach so abbekommt. Mhm. Und auch die Bewusstheit Moment. Darum geht es ja eben. Ne? Und vielleicht, das haben wir vorhin zwar schon gesagt, aber auch nochmal zu wissen, in welchen Feldern wird das denn dieses mich nicht selbstwertig fühlen getriggert. Das ist zum Beispiel bei vielen Eltern, habe ich mitbekommen, ist das, wenn das Kind zur Schule geht und dann kommen die ersten schlechten Noten, dann fühlen sich viele selber erinnert an die eigenen Schulerfahrungen und oje, oje, meine Eltern haben mit mir geschimpft, wenn ich mit einer schlechten Note heimgekommen bin. Mhm. Ich weiß nicht, wie man in der Schule zurechtkommt. Oder auch die Einladung, dass man zum Lehrer gehen muss, das verunsichert viele. Mhm. Und dass ich mich da im Blick habe und sage, okay, da wird das bei mir ausgelöst und da probiere ich jetzt mal wieder auf den Teppich zu kommen. Mhm. Mhm. Eine Frage haben wir ja auch. Mein Mann droht den Kindern manchmal Schläge an, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß. Ich bin mir sicher, dass er sie nie wirklich schlagen würde, aber ich finde es nicht in Ordnung, ihn so zu drohen. Wie kann ich mit ihm darüber reden, ohne dass er sich angegriffen fühlt? Das finde ich eine richtig schwere Frage. Mhm. Und ich möchte das ganz deutlich sagen, dass die Kinder ein Recht haben, gewaltfrei aufzuwachsen. Und auch eine Gewaltandrohung kann für die Kinder furchtbar sein. Mhm. Also dann müsste sie auch nochmal mit ihren Kindern ins Gespräch gehen und fragen, du, wie geht's dir denn eigentlich, wenn der Papa das androht? Ich kann mir vorstellen, dass es den Kindern nicht gut geht damit. Und dann ins Gespräch zu gehen, da wäre auch nochmal wichtig, dass man sich so einen ruhigen Moment aussucht, wenn eben der Mann nicht gerade wütend ist auf die Kinder und wirklich am Küchentisch oder wo auch immer sagt, hör mal,
so möchte ich das nicht. Ich möchte eine schöne Atmosphäre hier haben. Wie kriegen wir das denn hin, das zu ändern? Und jetzt weiß man natürlich nicht, was dahinter steckt, aber es könnte sein, dass der Mann selber so eine Erfahrung gemacht hat. Und dass er vielleicht für sich das schon ganz toll findet, dass er die Kinder nicht schlägt, sondern das nur androht, weil er das selber vielleicht erlebt hat. Und da würde ich tatsächlich dem Mann auch empfehlen, dass er das für sich aufarbeitet. Letztendlich ist es, falls es so ist, ne? Das ist ja so Gefühl, mit, oder? Fischen ja ein bisschen im Trüben, aber. Ja, ja, natürlich. Aber es ist ja auch so ein Ohnmachtsgefühl, oder? Also ich meine, es ist ja eigentlich jedem klar, dass man hier weder schlagen noch drohen sollte. Aber wahrscheinlich ist es, wird dann auch irgendein alter Glaubenssatz getriggert, irgendwas, das den Selbstwert extrem mindert, stelle ich mir. Oft so, ne? Oder? Geht ja oft so in die Richtung, respektiert mich nicht. Genau. Oder ich bin ein schlechter Vater. Ja. Oder einfach so eine Hilflosigkeit. Was kann ich denn stattdessen tun? Genau. Weil Kinder, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, können einen ja wirklich total an die Grenzen treiben. Und wir wollen auch mal ganz klar sagen, dass Kinder auch ganz unterschiedlich zur Welt kommen. Also die Gene spielen eine Riesenrolle. Und zum Beispiel Kinder, die dieses aufmerksame Defizitsyndrom haben in der Hyperaktivität. Und das ist eine genetische Sache, da möchte ich hier auch mal mit Vorurteilen aufräumen. Das hat wenig mit den Eltern zu tun. Wird ja immer so, es liegt am Elternhaus, die unruhigen Kinder. Ja. Stimmt aber nicht. Es hat vor allen Dingen eine genetische Komponente. Und diese Kinder können einen nervlich einfach auch total an die Grenzen bringen. Also jedes Kind ist ja auch nicht gleich. Und dann braucht man als Elternteil eine Eselsgeduld. Also der Alltag ist dann so anstrengend. Und da ist es besonders wichtig, dass man das Verhalten des Kindes nicht immer wie ein eigenes Erziehungsversagen erlebt. Denn ganz schnell ist man ja als Elternteil so in diesem Selbstwertspiegel, sagen wir in der Psychologie, wenn das Kind schwierig ist oder überhaupt nicht macht, was man gerne hätte, dass es tut, dass man selbst dann denkt, ich habe als Mutter versagt oder ich habe als Vater versagt oder ich bin total überfordert. Und das macht natürlich wütend. Also Kränkungen machen immer wütend. Wenn wir in unserem Selbstwert gekränkt sind, macht das auch schnell wütend und aggressiv. Und so kommen halt auch da Dynamiken zustande. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, was gehört eigentlich zu mir und was passiert denn in mir, wenn mein Kind sich so verhält. Da wäre eigentlich gar nicht so sehr immer das starke Selbstwertgefühl, sondern das bewusste Selbstwert. Ja. Man muss sich seines Selbstwertes bewusst sein. Das ist eigentlich die die große Herausforderung dabei. Eine Frage haben wir noch. Ich habe meinen Kindern in den ersten 3 bis 4 Lebensjahren sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt, wo sie 6 und 8 sind, finde ich, dass sie eigenständiger werden sollten und mich nicht dauernd so einfordern sollten. Wie bekomme ich endlich wieder mehr Zeit für mich? Ja, das. Erstmal finde ich es schön, dass die Kinder das bekommen haben. Das ist ja wie ein Geschenk und auch wie so halt das Nest, was das ganze Leben begleiten wird. Und was da ja ein bisschen heimlich dahinter steht, hinter der Frage, ist auch ein Glaubenssatz, nämlich: Wenn ich denen zu viel gebe, werden die nie selbstständig werden. Und ich würde das anzweifeln. Ich glaube schon, dass die irgendwann ihre Schritte gehen würden. Und gerade mit älteren Kindern kann man auch sprechen. Also gerade mit so einem 8-Jährigen kann man auch sagen, hör mal, ich brauche auch manchmal Zeit für mich. Wie machen wir das denn? Und dann mit dem Kind wirklich was verabreden. Und auch mit dem 6-Jährigen kann man auch schon sprechen darüber. Und da ist vielleicht noch wichtig, dass man eine Verabredung trifft und die dann auch verlässlich einhält. Sagt so, ich brauche jetzt die halbe Stunde für mich und danach machen wir was zusammen. Und dass das Zusammenmachen dann auch wirklich passiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass, also gerade bei dieser ganzen Nestwärme und Geborgenheit, dass ja irgendwie auch so ein kollektiver Glaubenssatz ein bisschen da am Wirken ist, oder davon kann man zu viel geben. Ist die Verwöhnung der Kinder oder die Angst vor der Verwöhnung der Kinder. Ja, das kommt eigentlich wirklich noch aus der schwarzen Pädagogik. Dass man sagt, ich ziehe mir hier keine verwöhnten Kinder ran. Aber das ist nicht so, im Gegenteil. Je mehr die mitbekommen, gerade auch am Anfang, desto stabiler stehen die später im Leben. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt schon auch die sogenannten Helikoptereltern, die auch zu viel behüten und die Kindern deswegen zu wenig Autonomie, also wo den Kindern zu wenig auch zugetraut wird. Ne? Da hat sich ja auch der Zeitgeist total verändert. Also
Julia und ich zum Beispiel, wir sind noch in unserer Kindheit, ich bin allein in den Kindergarten gegangen. Der war nicht in derselben Straße. Mhm. Also da musste ich schon einen Weg gehen und auch in die Schule. Das war echt ein Weg. Und da gab es schon die ersten Kriege auf dem Schulweg mit älteren Jungs und so. Ne? Mhm. Aber alle sind so in die Schule gekommen und gegangen. Und man hat irgendwie dadurch auch gelernt, sich so im Leben zu bewegen. Also den Kindern auch was zuzutrauen, und zwar immer altersentsprechend, ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, da kannst du auch noch ergänzen mit diesem Zutrauen und Freiheit und Grenzen. Ja, also vielleicht das Zutrauen, dass man da weiß, ungefähr altersangemessen. Und uns haben die Eltern auch gefragt, ja, was ist denn altersangemessen? Und wenn man es wirklich nicht weiß, ist es hilfreich, mit anderen Eltern ins Gespräch zu gehen. Was darf denn deiner schon? Was darf deine schon? Und dass man sich da so ein bisschen Gefühl für erarbeitet, was ist denn jetzt altersgemäß richtig? Und mit dem Zutrauen, das funktioniert immer dann, wenn ich dem Kind einerseits Freiheiten zugestehe und andererseits aber auch Grenzen setze. Das ist ja, auf den ersten Blick ist es ja ein Paradox, Freiheit und Grenzen. Aber eigentlich ist ganz klar, wenn mein Kind darf auf dem Gehweg alleine laufen, wenn ich aber Angst haben muss, es hält die Regel nicht ein, dass es auf dem Gehweg bleibt und sich losreißt und womöglich vors Auto läuft, dann muss es an die Hand. Also eigentlich ist klar, dass die Grenze auch da auf der anderen Seite die Freiheit ermöglicht. Und dieses Zutrauen stärkt ja auch das Selbstwertgefühl der Kinder. Ne? Also wenn ich mein Kind zu sehr behüte, in guter Absicht, weil ich Angst habe, es könnte irgendwas passieren, ist darin immer eine Botschaft eingewickelt, ich traue dir das nicht zu. Oder du schaffst das nicht ohne die Mama. Ne? Und diese Botschaft, die sickert in das Kind ein, und wenn die immer wiederholt wird, indirekt, ist das schlecht für das Selbstwertgefühl des Kindes, weil so ein Lebensgefühl entsteht von, ich pack das nicht allein. Und immer so das Gefühl, irgendwie, ich kann nicht, ich muss an der Hand der Mama durchs Leben gehen, ja. Und das nimmt man auch mit ins Erwachsenenleben. Das sind dann die Erwachsenen, deren Autonomie geschwächt ist, die sich einfach zu wenig zutrauen. Mhm. Es gibt Menschen, mehr Frauen als Männer, die trauen sich nicht zu, alleine irgendwo Auto zu fahren oder irgendwo alleine hinzugehen oder eine Flugreise zu machen oder ins Ausland oder was auch immer, ja. Also das ist schon wichtig, den Kindern auch altersgemäß wirklich was zuzutrauen. Und das kennt ihr bestimmt, wie wenn die freudestrahlend nach Hause kommen, weil sie irgendwas geschafft haben. Also von der Klassenfahrt nach Hause kommen oder auch was Kleineres, ein kleines Mädchen, was zum Beispiel zur Nachbarin gegangen ist, um 3 Eier zu leihen fürs Kuchenbacken. Und dann haben die das geschafft und dann kommen die wirklich freudestrahlend an und sind ganz happy. Und das stärkt natürlich auch den Selbstwert. Deswegen gehört ja oft zu den ersten Wortkombinationen von kleinen Kindern, selber machen, selber machen, ne? Also selber machen. Ja. Das ist eben, also Kinder kommen ja nicht nur mit einem angeborenen tiefen Bindungswunsch auf die Welt, sondern auch mit einem angeborenen Erkundungsdrang. Und dieser Erkundungsdrang, das ist die autonome Seite. Ne? Und die selber machen und sie wollen lernen, sie wollen groß werden, ja, und sind platzen vor Stolz, wenn sie was hinkriegen ohne Mama und Papa. Und das zu fördern und zuzulassen, ist eben auch ganz wichtig. Wir haben eine Frage von Jana. Sie sagt, ich sehe in Konflikten mit meinen Kindern immer mich selber in meinen Kindern. Das macht mich noch wütender auf mich selbst. Wo kann ich hier ansetzen? Das ist ja eine richtige Spiegelung oder Projektion, sagen wir auch in der Psychologie. Sie sieht sich dann selber und das schaukelt das Ganze wahrscheinlich immer wieder hoch. Da müssten wir eigentlich Jana fragen, was würde ihr helfen, diese Brille wegzulegen, ja? Und wirklich nur ihr Kind zu sehen. Und wir haben eine ganz einfache Übung, dass sie einmal ausatmet und sich innerlich sagt, ich bin ich und du bist du. Das entzerrt diese Vermengung. Und dann kann man sich wieder als getrennte Persönlichkeiten wahrnehmen. Mhm. Das ist wirklich zwar ganz einfach, aber sehr hilfreich. Ich bin ich und du bist du. Und das dem Kind sagen? Oder nee, das kann man sich selber innerlich sich selbst sagen. Mhm. Man kann es auch laut sagen, das würde, glaube ich, nichts schaden. Ja. Yeah. Mhm. Und ergänzend kann sie sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen. Weil ich denke, dass sie die negativen Seiten ja meint, ne? Nicht die positiven, wo sie sagt, ah, da ist meine Tochter genauso toll wie ich, sondern die, ja. Ne? Das heißt, da geht es natürlich auch darum, sich mit ihren eigenen Schwächen zu versöhnen. Oder auch zu gucken, was sind denn meine Stärken oder was ist vielleicht in dieser Schwäche auch eine Stärke. Ja, also
um das mal zu konkretisieren, ich bin zum Beispiel ein ungeduldiger Mensch, das ist sicherlich eine Schwäche, hat aber auch seine starke Seite, ne? Schnell auf den Punkt zu kommen, eine gewisse Effizienz auch zu haben, also Dinge zu erledigen und so weiter. Also mal zu gucken bei sich, ist das nur eine Schwäche, also sich eigentlich mehr mit seinen eigenen Schwächen nochmal zu versöhnen. Das ist bestimmt ein guter Hinweis. Hans fragt uns, meine Frau ist sehr bindungsorientiert und ich viel mehr in Richtung Autonomie. Dadurch entstehen sehr oft Konflikte bei uns als Paar. Was empfehlen Sie? Die würde ich gerne beantworten. Ja, bitte. Aber ich finde das ganz nett, weil er schreibt am Schluss, was empfehlen Sie zugunsten der Kinder? Und ich hatte jetzt so den Impuls, dieses zugunsten der Kinder wegzulassen, weil die brauchen ja auch erstmal als Paar Hilfe, oder? Ja, also traditionell ist es so, über alle Kulturen hinweg, dass die Mama mehr so die Kuschel- und Schmuse- und Versorgungsbasis ist und der Papa mehr der Autonome. Und das geht manchmal so weit, dass die Mütter sehr argwöhnisch immer begutachten, was der Vater mit dem Kind macht, weil sie es alles für viel zu gefährlich halten. Und ich würde es denen einfach raten, es genauso zu lassen. Dann ist es eben so. Papa macht mehr den Autonomen, die Mutter mehr die Bindung. Da sind die Eltern eben unterschiedlich. Und das ist okay so. Also Eltern dürfen ruhig unterschiedlich sein. Und eigentlich ist es sogar eine ganz coole Rollenaufteilung, dass der Vater ein bisschen mehr die autonomen Sachen fördert und die Mutter mehr die Kuschel- und Schmusebasis ist. Und ich würde mir dann einfach, wenn ich das Problem als Paar hätte, einfach nur mal in der Ruhe, nicht wenn schon der Konflikt los ist, hinsetzen. Okay, im Rahmen der Autonomie, dass man so ein bisschen vielleicht guckt, und im Rahmen der Bindung. Aber im Grunde genommen ist es cool. Und ich muss auch der Mutter sagen, trau dem Vater einfach mal was zu. Also Mütter, gerade Überbindungsmütter, die trauen den Vätern zu wenig zu, dass sie auch Dinge mal richtig einschätzen können. Also da auch wirklich einfach ein bisschen loszulassen. Es muss jetzt aber nicht eben auf Teufel komm raus so ausgeglichen werden, dass beide sich irgendwo in der Mitte anpendeln. Sind beide sozusagen, bringen ihre Stärken. Genau. Das nur problematisch wird es dann, wenn man dann vor den Kindern streitet und wenn der eine den anderen aushebelt. Deshalb wäre dieses Anerkennen, was Steffi eben gesagt hat, du machst das Bindungsorientierte, ich mache eher das Autonome. Und dann kann man sich ja sozusagen einig sein in der Unterschiedlichkeit. Und das ist dann auch hilfreich für die Kinder. Was die Kinder nicht mögen, ist, wenn die Eltern die ganze Zeit streiten. Ja, das. Vor allen Dingen bei solchen Sachen, weil die Kinder ja denken dann, ich bin schuld. Ich bin schuld, weil ne, ich bin ja das Kind, sie streiten sich ständig über mich und ich bin schuld. Und das ist einfach gar nicht gut. Vor allen Dingen kleine Kinder ne, denken, dass sie schuld sind. Ja, die Größere können es differenzieren. Können es besser, aber die Kleinen. Und im Zweifelsfall, wenn es wirklich so schwierig ist mit dem Konflikt, würde ich einfach mal eine Erziehungsberatung aufsuchen. Weil da gibt es auch ganz fitte Beratungsstellen und gibt es in jeder Stadt. Dann würde ich einfach sagen, dann nehmt noch mal ein paar Stunden Erziehungsberatung. Und da kann man ja auch nochmal gucken, was ist jetzt wirklich angemessen an Autonomie, was ist angemessen an Bindung. Denn darum werden sich die Konflikte ja sehr viel drehen bei dem Paar. Ne? Was ist angemessen? Gut, wir haben noch gar nicht so richtig über das Sonnenkind und das Schattenkind geredet. Das wollen wir noch machen. Ihr habt, du benutzt diese Worte schon, Begriffe in deinem ersten Buch, aber schreibst da, soweit ich mich erinnere, schon, dass es eigentlich von dir kommt, die Bezeichnung. Und es wird bei eurem gemeinsamen Buch auch nochmal breiter, weil da geht es ja ganz, ganz viel auch um Sonnenkind und Schattenkind und um diese Kindheitsprägungen. Was bezeichnet ihr als Schattenkind und was ist das Sonnenkind? Und warum hat das so einen Einfluss auf uns? Vielleicht fange ich mal mit dem Sonnenkind an und nicht mit dem Schattenkind. Das Sonnenkind ist das fröhliche innere Kind. Und wenn man da forscht in der eigenen Biografie, finden fast alle Menschen auch fröhliche Anteile und fröhliche Erlebnisse oder schöne Erlebnisse aus der eigenen Kindheit. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, bei mir war das so grau und nicht so schön. Denen sagen wir, nehmt noch alles andere Vitale mit dazu, was ihr habt. Schaut, was sind die schönen Dinge, alles, was ihr gerne macht. Das würde man so in das Sonnenkind packen. Auch die positiven Glaubenssätze über mich selber, wie ich kann was, ich bin stark, ich kann mich am Leben freuen. Das sind ja alles positive Glaubenssätze. Also das ist alles im Sonnenkind. Und, also das ist mir noch wichtig zu ergänzen, für die, die sagen, oh, bei mir war wirklich alles so finster, ich kann nicht viel finden, biete ich ja zum Beispiel in meinen Büchern und Julia auch in ihrem Sonnenkind-Prinzip-Buch
Anleitung an, über das Erwachsenen-Ich das Sonnenkind zu stärken. Heute sind wir ja groß. Also vieles können wir uns ja selber auch neu gestalten. Ja. Und dafür steht das Sonnenkind eben auch. Mhm. Und das Schattenkind, das sind eben eher die negativen Prägungen, die ich erfahren habe als Kind. Also die auch die in den Glaubenssätzen beschrieben, wie ich genüge nicht, ich muss mich immer anstrengen, keiner liebt mich. Das wäre so das Negative aus der Kindheit und das ist im Schattenkind verankert. Mhm. Und dann haben wir ja noch den inneren Erwachsenen. Mhm. Und der innere Erwachsene ist das vernünftige Selbst, was wir heute sind. Wir sind ja schließlich groß geworden, wir sind ja nicht nur Kind. Und der innere Erwachsene ist auch der vernünftige und dieses steuernde Element, dass ich auch überlegen kann, aha, da war was mit meinem Schattenkind, heute bin ich groß, heute mache ich es anders. Das können wir nur aus unserem vernünftigen Verstand heraus. Genau, das Erwachsene ist eigentlich so eine Metapher für unseren Verstand. Mhm. Klar denkender Verstand. Und ganz oft hat er ja recht und es sind nur die Gefühle, die so hinterher trödeln, ne, und nicht richtig mitkommen. Und die sind in den Schattenkind und im Sonnenkind mehr drin? Oder genau, sind die Gefühle da sind die gefühlten Anteile, der Verstand ist, wo man so ganz nüchtern mal von außen so auf sich drauf gucken kann. Mhm. Und mit den Gefühlen ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt ja so Ansätze, die propagieren, man muss halt viel mehr auf seine Intuition und sein Bauchgefühl hören. Das stimmt, wenn man sehr klar aufgestellt ist, dann ist das ein sehr guter Berater. Aber das sind wir ja nicht immer. Und wenn das Schattenkind sehr weit vorne ist, dann ist das Bauchgefühl oft das Schattenkind. Mhm. Ne? Mhm. Also ein Rassist zum Beispiel, der hat ein ganz dummes Bauchgefühl, ja, wenn er einem Afrikaner begegnet. Ne? Dann muss man sich fragen, ist das wirklich vernünftig? Also ich würde nicht jeder Bauchgefühlstimme den Vorrang geben. Mhm. Aber das kann das Erwachsenen-Ich meistens wieder ganz gut beurteilen, wenn man mal ganz von außen drauf guckt. Mhm. Ob diese Bauchgefühlstimme eine gute ist oder ob es eine Schattenkindstimme ist. Mhm. Und inwiefern ist jetzt das Sonnenkind und das Schattenkind und das Erwachsenen-Ich für die Eltern so wichtig? Also zum einen machen sie sich Gedanken um ihre eigene Kindheit, aber auch so mit dieser Trennung, was bewirkt das als für die Familie, wenn Eltern das tun? Also zum einen, in dem Moment, wo ich Kinder bekomme, dann ist ganz unmittelbar, bin ich mit meiner eigenen Kindheit konfrontiert. Und dann kann auch sein, dass Dinge aus dem Schattenkind oder auch aus dem Sonnenkind, dass sie einfach wiederbelebt werden. Das geht ganz automatisch. Ich erinnere mich dran, was habe ich denn selber gerne als Kind gemacht? Oder ich erinnere mich dran, Mensch, wie schlimm war das denn für mich, als meine Mama mit mir geschimpft hat? Das ist ganz unwillkürlich. Und deshalb ist wichtig, dass wenn ich mich selber besser aufstellen möchte als Vater oder als Mutter, dass ich mich damit beschäftige. Das ist dieser wirklich auch aus dem inneren Erwachsenen heraus, dass ich reflektiere und auch überlege, komme ich meinem Ideal als Mutter oder als Vater, komme ich dem eigentlich nach? Oder gibt es da Dinge aus dem Schattenkind, die mich blockieren? Mhm. Und wenn ich jetzt feststelle, oh je, da ist in meiner Kindheit, da war immer wieder dieses eine Gefühl so präsent. Es sind ja auch oft diese Interpretationen, die Kinder von Situationen haben. Die Situation an sich ist gar nicht so schlimm, aber die Interpretation, die ich als 3-, 4-, 5-jähriges Kind davon habe, die macht dann eigentlich das Problem. Und da kann man ja dann ansetzen. Wie würdet ihr das? Ja, der erste und wichtigste Schritt ist halt, das zu erkennen. Mhm. Also das ist, sage ich schon, immer die Hälfte der Miete. Nehmen wir mal an, bei mir, ich habe so ein Gefühl, weil meine Eltern vielleicht zu streng zu mir waren, ganz schnell von ungenügend, so eine Beschämung auch, so ein kleines Gefühl, so ein oh, ne, weil einfach die eigenen Eltern sehr streng waren und oft einen vielleicht auch vorgeführt haben. Mhm. Und dann ist es so unheimlich wichtig, umzuschalten nochmal aufs erwachsene Ich, von knallhart sich das von außen anzugucken und zu sehen, ganz klar mal festzustellen, Mensch, das waren ja eigentlich meine Eltern, die Fehler gemacht haben, nicht ich. Mhm. Meine Eltern waren zu autoritär, die haben mich zu viel kritisiert, haben mich zu oft beschämt und deswegen habe ich jetzt immer wieder dieses doofe Gefühl, aber eigentlich gehört das nicht zu mir, eigentlich gehört das zu meinen Eltern. Wenn meine Eltern anders drauf gewesen wären, reflektierter, stabiler, einfach bessere Eltern gewesen wären, dann hätte ich jetzt nicht dieses Gefühl und nicht diese Glaubenssätze von ungenügend. Also eigentlich
sagt das alles überhaupt nichts über meinen Wert aus, wie ich mich fühle, sondern eigentlich nur über das partielle Erziehungsversagen meiner Eltern. Und diese Trennung mal, und das mal ganz klar zu sehen und sich mal ganz klar auch davon zu distanzieren, das ist schon der erste Schritt und der ist ungeheuer hilfreich, das nochmal klar zu sehen. Und da kommt bei vielen Menschen so, oder bei einigen so ein Widerstand, hä, soll ich denn jetzt meine Eltern verantworten? Sind die jetzt an allen schuld? Ich bin ja jetzt erwachsen. Sagt nein, aber es ist wichtig, dass du mal verstehst, wie du geprägt worden bist. Und natürlich liegt bei deinen Eltern auch ein Teil dieser Verantwortung. Aber das ist halt diese alte Eltern-Kind-Bildung, dass auch erwachsene Kinder so eine blinde Loyalität manchmal zu ihren Eltern immer noch haben, dass sie sofort unglaubliche Schuldgefühle verspüren, sobald sie mal ein bisschen kritischen Blick auf die eigenen Eltern werfen. Aber wir finden halt, dass es existenziell wichtig ist, für jeden Menschen zu reflektieren, was hat mich denn geprägt, damit ich weiß, durch welche Brille ich die Welt sehe. Da haben wir wieder die prägende Brille. Ja. Nicola schreibt uns, ich habe mich früh von meinen Eltern distanziert und nachdem ich mein Schattenkind getröstet habe, will ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu ihnen haben. Ihre Glaubenssätze zu hören macht mich ganz krank. Sie würden gerne öfter die Kinder sehen, aber ich will sie nicht diesem Einfluss aussetzen. Bin ich jetzt schuld, dass sie kein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Großeltern aufbauen können? Wie gehen wir denn mit so einem Familienkonflikt um? Also was ich schon mal gut finde, ist, dass die Zuschauerin gesagt hat, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Das heißt, es kommt nicht nur so ganz aus dem Bauch heraus, sondern sie hat sich das wirklich überlegt. Und manchmal auch nur für eine begrenzte Zeit, ist auch Kontaktabbruch richtig. Häufig ist es so, dass man nach einer Weile sich wieder ein Stück weit mit den Eltern versöhnen kann. Auch wenn ich mich mit der eigenen Geschichte der Eltern beschäftige, dann manchmal bringe ich dann wieder ein bisschen Verständnis für die Eltern auf und dann an einem späteren Zeitpunkt kann man auch wieder zusammenkommen. Und oft sind ja die Großeltern bessere Großeltern, als die Eltern waren. Das ist ja ganz, ganz oft der Fall. Und ich denke, man kann ja auch klare Grenzen setzen, dass man sagt, wenn ihr mit meinen Kindern zusammen seid, möchte ich genau, dass diese Sprüche nicht passieren. Oder so, also darüber kann man ja auch reden. Und wenn dann die Eltern das immer wieder unterlaufen, kann man diesen Kontaktabbruch machen. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wie oft sie mit ihnen geredet hat oder auch mal so klare Ansagen gemacht hat. Oder ob sie vielleicht ihr altes Bild von ihren Eltern zu stark in die Gegenwart mitnimmt und vielleicht noch nicht realisiert hat, dass die Großeltern viel bessere Großeltern sind, als die Eltern waren. Denn das ist oft der Fall, weil plötzlich der Stress draus ist. Man ist nicht mehr so überfordert als Großeltern. Man hat nicht mehr die ganze Erziehungsverantwortung. Man steht vielleicht auch nicht mehr mitten im Berufsleben. Ja, man könnte ja auch mit den Kindern reden wahrscheinlich und sagen, wenn die Oma und Opa immer über dieses Thema reden, dann was denkst du dir dabei oder wie geht's dir damit? Das ist ja, kann ja sogar auch wertvoll sein, das Kind darauf aufmerksam zu machen. Guck mal, die Menschen ticken ganz anders. Wir finden das wichtig, die finden... Ja, gerade ältere Kinder können ja sagen, ob sie zu den Großeltern wollen oder nicht. Ja, ja. Aber Schuldgefühle sind ja dann eigentlich immer ein bisschen fehl am Platz. Wir haben noch ein Modul, unser viertes, und zwar nennt ihr das Erziehung in Echtzeit, Kinder begleiten. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz. Ihr meint damit das Einfühlungsvermögen, oder? Was heißt Erziehung in Echtzeit? Naja, wirklich Einfühlungsvermögen ist die Königskompetenz der Erziehung, dass ich wirklich in die Schuhe des Kindes schlüpfen kann und nachempfinden kann, was das Kind empfindet. Und über das Einfühlungsvermögen kann ich so eine Brücke zu meinem Kind herstellen, weil ich einfach weiß, was ist mit dem los. Und wir sagen, das geht eigentlich gut in drei Schritten, dass dieses Einfühlungsvermögen, dass ich nämlich überhaupt mein Kind wahrnehme. Und das ist in der heutigen Zeit manchmal schwierig, weil wir immer das Handy dabei haben. Also wir gucken so oft aufs Handy, dass wir manchmal gar nicht die Kinder sehen. Und Kinder brauchen aber unsere Aufmerksamkeit. Also Kinder wahrnehmen, ist der erste Schritt. Dann interpretieren, was ist jetzt los mit meinem Kleinen, meiner Kleinen. Und dann das Bedürfnis befriedige. Also gerade bei kleinen Kindern, wenn ein Baby schreit, dann unmittelbar das Bedürfnis befriedigen. Ältere Kinder können warten. Da kann man auch sagen, weißt du was, ich schreibe jetzt erst noch die E-Mail zu Ende und dann schmier ich dir das Butterbrot.
Aber gerade bei ganz Kleinen, die brauchen unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Sonst kann man sich ja vorstellen, Baby, wenn es schreit, hat es Hunger vielleicht. Und wenn es schreit, das hat noch kein Zeitgefühl. Das weiß dann gar nicht, kommt überhaupt noch mal jemand, der sich um mich kümmert. Und gerät dann in einen Zustand von existenzieller Angst. Und fürs Einfühlungsvermögen ist ja eben auch ganz wichtig, dass ich einen guten Zugang zu meinen eigenen Gefühlen habe. Mhm. Denn Einfühlung funktioniert immer nur über den Kontakt zu den eigenen Gefühlen. Wenn ich zum Beispiel aufgrund meiner Kindheit mir gewisse Gefühle verbiete von Trauer oder Ohnmacht, weil als Kind waren die zu viel und zu stark. Ich musste die irgendwie wegtun, um mit meinen Eltern klarzukommen. Und jetzt habe ich eigene Kinder und jetzt kommt mein Kind traurig von der Schule und das ist genau das Gefühl, was ich nicht haben und fühlen darf. Dann bin ich natürlich wahnsinnig gefährdet, diese Trauer meines Kindes zu übersehen oder zu sagen, stell dich nicht so an, das wird schon wieder gut. Ne? Das schnell wegzutun und damit bewirke ich bei meinem Kind, dass es die Botschaft bekommt, ich darf nicht traurig sein, keiner hilft mir auch, ich bin allein. Ne? Es wird ja damit auch sehr allein gelassen. Sich selbst vielleicht schon lernt, auch Trauer abzuspalten als Gefühl, weil es merkt, es überfordert die Eltern damit. Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser von uns so hochgepriesenen Selbstreflexion, dass man wirklich guckt, wir haben da sogar eine ganze Gefühlstabelle aufgestellt. Wie ist das denn bei mir? Welche Gefühle darf ich haben? Mit welchen kann ich gut umgehen? Welche Gefühle kenne ich vielleicht kaum oder mit welchen kann ich ganz schlecht umgehen? Das ist ganz wichtig, auch um das Einfühlungsvermögen zu trainieren. Aber die Gefahr besteht, dass ich dann an meinen Kindern vorbeigucke. Wir haben da ein ganz cooles Beispiel, nämlich ein Mädchen, vierte Klasse, hat Klassenspiel und hat da die Hauptrolle. Und die Mutter, wenn sie nur dran denkt, dass sie auf eine Bühne muss, kriegt richtig Angst und fragt sie dann immer, ja, kommst du denn damit klar und geht's dir denn gut damit und so weiter? Und überträgt eigentlich ihre eigene Angst auf das Kind. Das Kind hat gar keine Angst. Das Kind ist eigentlich in dem Moment mutig oder ganz gelassen. Und es geht eben nur, wenn ich auch meine eigenen Gefühle ein Stück weit reflektiere und auch wahrnehmen kann. Dass ich dann hingehe und sage, okay, ich kann dich unterstützen in deinem Mut. Ich muss dich nicht noch mit meinen Gefühlen belasten. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt bei Männern und Jungs zum Beispiel, also ich habe in meinem Bekanntenkreis einen, wo der Vater voll der Draufgänger ist und super, irgendwie Sportler und alles. Und sein Sohn ist aber einfach ein bisschen zarter, nicht so sportbegeistert und der kann und der interessiert sich mehr für Musik oder für Zeichnen und solche Sachen. Und der Vater kann, also will ihn immer so dazu bringen, doch sozusagen, die Erfolgserlebnisse beim Sport. Also er hat da durchaus eine gute Absicht. Und mach doch auch Sport, weil dann fühlst du dich danach so gut. Und ich glaube, der Junge fühlt sich einfach gut, wenn er zeichnen darf. Da sprechen wir in der Psychologie von der sogenannten Eltern-Kind-Passung. Also wie gut Eltern und Kinder zusammen passen. Und hier haben wir ein kleines Passungsproblem. Vater und Sohn passen nicht optimal zusammen. Und da ist es eben so unheimlich wichtig, das Kind nach seinen Bedürfnissen und Vorlieben zu erziehen und zu begleiten. Ja, dieses Kind hat eine ganz andere Veranlagung. Das ist für den Vater sicherlich schmerzhaft. Wahrscheinlich, Also ich kann mich da sehr gut einfühlen. Ja? Der dachte, cool, ein Sohn, wir gehen auf den Fußballplatz. Wow, das wird echt eine coole Männerfreundschaft hier. Und jetzt tickt der Sohn so anders. Das ist irgendwie doof. Und ich finde, auch da könnte der Vater sagen, okay, es ist doof. Da muss ich mir mal eingestehen. Ne? Ist auch eine Trauer da. Und ich habe aber auch einen super Sohn mit echt Wahnsinnsfähigkeiten, die ich gar nicht so drauf habe. Und ihn da eben zu fördern. Ne? Was nicht heißt, dass der Sohn nicht auch seinen Sport immer mal machen soll, aber dieser, sich da so in Machtkämpfe zu verstricken und versuchen, dass das Kind unbedingt so nach dem eigenen Vorlieben, das funktioniert ja nicht. Es wird auch schwer für den Vater, sich da einzufühlen, oder? Also weil er einfach so mit dieser Das ist eine größere Seite, Herausforderung, ja so wenn ein Kind so ganz anders tickt als man selbst, ist das natürlich eine viel größere Herausforderung an Toleranz. Ja, vor allem, wenn der Vater eben auch
abgespeichert hat, so, na, das ist halt jetzt irgendwie kein richtiges Jungenverhalten oder er muss doch hier mal, dann hat er das vielleicht, also deswegen kam ich gerade darauf aus, ein bisschen abgespalten, so seine schwachen eigenen, ja, zarten, genau, Seiten. So seine Brille. Ja, genau. Und dann will er das auch nicht bei seinem Sohn sehen. Ja. 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 Wir sind schon am Ende. Eine Stunde ist schon rum. Danke, dass ihr da wart, dass ihr so aufschlussreich und wirklich einen ganz anderen Blick, das finde ich eben das Spannende, also den Blick ein bisschen weg von den Kindern zu nehmen, von den problematischen Kindern wegzunehmen, hin zu den Eltern und zu schauen, was prägt die eigentlich, was haben die für eine Brille auf. Sehr schön. Wenn ihr mehr wissen und hören wollt von Julia Tomuschat und von Stefanie Stahl, dann sei euch der Sinnsucherkurs sehr zu empfehlen. Wir haben auch eine besondere Aktion, dieser Kurs nämlich zum einen begleitet, wobei jetzt vermische ich gerade zwei Sachen. Wir haben eine besondere Aktion, das ist das Erste. Und zwar, es gibt mit diesem Code Nestwärme50, Nestwärme kleingeschrieben und Wärme mit AE, gibt es 50% Rabatt für die ersten 10 Frühbucher. Ihr könnt ab jetzt buchen. Und diesen Kurs gibt es in einer begleiteten und in einer unbegleiteten Version. Und ab dem 21.03. startet die begleitete Version mit Stefanie Stahl und Julia Tomuschat, wo ihr nochmal wirklich Fragen stellen könnt und darauf auch Antworten bekommt. Dieses Webinar ist in Kürze auch wieder online und dann könnt ihr es euch nochmal anschauen. Wir freuen uns auf eure Kommentare und auf eure Anmerkungen. Und das Buch sollen sie lesen, am besten alle. Genau, also Nestwärme, die Flügel verleiht und das Kind in dir muss Heimat finden.